Hallo Baskets-Fans, willkommen zum Heimspiel der Finke Baskets gegen Ehingen. Wir haben das Hinspiel mit 4 verloren in Ehingen vor Weihnachten. Ganz knappe Niederlage mit ein bisschen Pech und ein paar ungünstigen Pfiffen gegen uns. Heute also das Rückspiel. Ich habe gesehen, es ist mindestens ein Ehinger Fan in der Halle. Ehingen nur zu 8, Tabellenletzter, erst 4 Siege. Und heute muss unbedingt ein Sieg her, damit das mit dem Klassenerhalt nicht eine Zitterpartie am Saisonende wird. Letztes Spiel in Baunach war die Mannschaft nicht gut drauf, Freitagabend. 80-63 verloren. Die haben also einiges gut zu machen und haben sich auch eine Menge vorgenommen. Und ich hoffe, das klappt heute mit dem Heimsieg. Also viel Spaß dabei. So, bei mir traditionell zuerst unser Gästecoach. Willkommen Paderborn. Das Hinspiel habt ihr knapp gewonnen mit 4. Was habt ihr euch für heute vorgenommen? Ja, nachzulegen und auf jeden Fall den zweiten Auswärtssieg der Saison einzufahren. Ja, jetzt ist in Ehingen die halbe Mannschaft nach Nürnberg abgewandert. Hatte eine schwierige Saison bis jetzt? Ja, kann man so sagen. Ich glaube, wenn man Tabellenletzter ist und erst zu diesem Zeitpunkt der Saison 4 Siege hat, dann ist auf jeden Fall eine schwere Saison, dazu viele Verletzte, Kranke und so weiter. Also es ist absolut nicht einfach dieses Jahr. Großer Umbruch für uns. Mal sehen. Wir hoffen natürlich, dass wir heute gewinnen. Gibt es eine Chance, nächstes Jahr irgendwie eine Pro A zu sehen? Bis jetzt ist es noch nicht vorbei. Es ist zwar jetzt nicht mehr die höchste Wahrscheinlichkeit, aber was wir gesagt haben, wir werden auf jeden Fall bis zum letzten kämpfen. Und ideal wäre natürlich heute mit einem Auswärtssieg anzufangen. Okay, das hoffen wir natürlich nicht, aber ich sage trotzdem viel Erfolg und danke. Okay, jetzt bei mir unser Co-Trainer Nico. Hallo Nico. Wie ist die Mannschaft drauf nach der 80-63 Niederlage in Baunach? Erstmal hallo. Ja, das Spiel am Freitag also war die Stimmung nie so gut. Ich habe mehr erwartet am Freitag, also in Baunach. Ich hatte gestern ein Training, heute Morgen auch Spielvorbereitung. Und ich hoffe, dass wir heute ein gutes Spiel machen. So, jetzt spielen wir heute zu Hause gegen den Tabellenletzten Ehingen. Die haben erst 4 Siege. Wir haben das Hinspiel mit 4 verloren. Ist heute ein Pflichtsieg, oder? Klar, heute ist ein Pflichtsieg, nicht nur heute, sondern nächste Woche müssen wir definitiv ein paar Spiele gewinnen, wenn wir in der Liga bleiben wollen. Die sind auch unter Druck, die sind also Tabellenletzter, haben nichts zu verlieren heute hier. Und das kann für uns vielleicht schwieriger Punkt sein. Okay, dein Tipp, wie geht's aus heute? Wir gewinnen heute. Alles klar, kaufe ich, abpfeifen, danke. So, 32-34, da ist noch viel Potenzial und Luft nach oben. Durchwachsene erste Halbzeit, zum Teil ganz gut gespielt und geführt, aber dann wieder unerklärliche Fehlpässe und Turnover. Also durchwachsen und ich glaube, da müssen die Jungs noch einen Zahn zulegen. Wir gehen mal auf Stimmenfang. So, bei mir einer unserer jüngsten Fans. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Naja, jetzt ist das Endergebnis nicht gut. 2 Punkte Unterschied, aber ich denke, das geht auch. Es lief ja auch gut. So, 32-34, das war noch nichts hier, oder? Nein, ist enttäuschend. Die Baskets machen zu viele einfache Fehler, passen sich dem schlechten Niveau des Gegners eigentlich an. Na gut, sie haben ein paar Ausfälle, aber trotzdem, gegen das Team müssen sie gewinnen. Ja, gerade am Anfang lief es ja ganz gut, die ersten beiden Dreier waren drin. Warum der Bruch? Ich weiß nicht, irgendwie ist die Intensität, die Konzentration verloren gegangen. Ich hoffe, die zweite Halbzeit wird jetzt wieder besser, dass sie sich wieder fassen. Ja gut, schlechter geht ja auch nicht mehr. Wie geht's hier aus? Sie gewinnen. So, wir sind hier im Foyer und du bist der große Pessimist. Warum? Tja, man sieht doch die Spiele, oder? Ja gut, sie liegen aber nur mit 2 hinten, das ist ja neu. Ja, aber die Qualität des Spiels lässt doch alles so wünschen übrig, oder? Ja, wir haben Daniel Lienicke zu Gast. Ich wollte ihn fragen, ob er mal zeigt, wie man Dreier wirft. Wäre eine Möglichkeit. Der täte der Mannschaft heute gut, glaube ich. Wie geht's aus? Offen, sag ich mal so. Wenn es jetzt nach der Pause nicht ein Ruck durch die Mannschaft geht, gehe ich davon aus, dass wir verlieren. Also ich hoffe nicht. Und wir werden die zweite Halbzeit sehen. Danke.
Das war eine gelungene zweite Halbzeit. Wir gewinnen 81-67 nach einer deutlichen Leistungssteigerung. Das macht Mut für die letzten Spiele der Saison und jetzt geht's mal hier auf Stimmenfang. Okay, first player is Thomas Robley. Thomas, congrats to that game. Second half, you did much better than first half. What happened in halftime? We just went back there and came together as a team, talked about what we needed to adjust so we can win in the second half. And I mean, as a group, we came out, we played together, and we got it done. So what about the fans? They cheered you quite well today, right? Yeah, the fan support is great. You know, we love when they come out, and it's better when we win, obviously. And, you know, we got two more home games. We're looking to give the three more home games, and we want to give them a good show. Okay, thank you very much, and much success for the next games. Yeah. Thank you. So next play with me, Turners. Ty, congrats to the game. Second half was much better than first. What happened? We just picked it up. We picked up our urgency, and we knew this was a must win. So we just buckled down. We started to play better on defense, executed better, and just came out with the win. So, bei mir hier unser Ehrengast Daniel Lienicke, ehemaliger Spieler. Daniel, heute das Spiel war eine knappe Kiste, oder? Ja, zur Halbzeit hatte ich ein bisschen Sorge, dass es doch noch in die andere Richtung geht, aber im Endeffekt kein schönes Spiel, aber wichtig, glaube ich. Ne? Also ich bin nicht mehr so auf dem Laufenden, war seit langem mal wieder in Halle, weil wir parallel mal spielen. Aber habe mich gefreut, dass wir gewonnen haben und dass ein bisschen Luft nach unten ist, auf jeden Fall. Bei mir nochmal unser Gästecoach. Es hat jetzt für euch heute nicht gereicht, obwohl ihr bis zur Halbzeit richtig gut mitgehalten habt und noch geführt habt mit zwei Punkten. War es am Ende die zu kurze Bank, die den Ausschlag gegeben hat? War auf jeden Fall ein großer Faktor, denke ich. Wenn einer deiner besten Scorer fehlt, ganz wichtiger Mann auf den großen Positionen fehlt und noch ein weiterer Spieler und dann innerhalb von 48 Stunden du zwei Spiele hast, dann kann es schon sein, dass es natürlich eine Rolle spielt. Und ich denke, das war auch ein großer Bestandteil auf jeden Fall, dass wir heute verloren haben. So, wie immer zum Abschluss bei mir unser Coach, Uli Nächster. Uli, erstmal Glückwunsch zum Sieg. War ein hartes Stück Arbeit heute, oder? Ja, danke auf jeden Fall. Das war die Aufgabe, die wir uns auch so schwer vorgestellt haben, auch wenn Egen Tabellenletzter ist und mit ein bisschen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Aber das ist einfach eine Mannschaft, die auch viel Charakter und Moral bewiesen hat in den letzten Spielen und auch gegen Mannschaften von oben teilweise lange dran geblieben ist. Wichtig war, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach rausgekommen sind und gekämpft haben um die Rebounds, dass wir den Korb beschützt haben, keine einfachen Punkte abgegeben haben. Und das war dann am Ende auch der Schlüssel zum Sieg, dass die Mannschaft einfach über den Kampf und über den Willen, so wie wir es uns auch vorgenommen hatten, gekommen ist in der zweiten Halbzeit. Und ich bin sehr froh, dass es am Ende geklappt hat. Nächste Woche volle Hütte, der Tabellenführer kommt mit unserem Ex-Coach. Motiviert das die Mannschaft nochmal besonders? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, wo wir den Sieg heute eingefahren haben, denke ich, wir spielen nächste Woche gegen Würzburg komplett befreit auf. Da erwartet niemand große Dinge von uns. Würzburg hat zweimal verloren, hat eine extrem starke Mannschaft, im Grunde genommen ein BBL-Team in der Pro A. Und wer weiß, wenn wir heiß laufen, ja, wenn wir vielleicht Würzburg ein bisschen überraschen, man hat im Sport schon alles gesehen, aber ich glaube, dass das im Vordergrund steht, einfach, dass wir mit einem guten Gefühl am Ende aus dem Spiel gehen. We'll be right back.